Ja, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Let's Play. Und sicher werden sich einige von euch gerade fragen, wo wir sind, was wir hier tun. Und der ganze Mist halt so rundherum. Ich gehe mal kurz auf ESC. Und zwar, meine lieben Freunde der Leichtnachtmusik, habe ich gestern Abend das erste Mal versucht, eine große Minecraft-Aufnahme zu machen, weil ich gedacht habe, ich habe eventuell eine neue Methode gefunden, hatte ich ja erwähnt, um mehrere Stunden aufzunehmen und das auch gut rendern zu können mit meinem Camtasia-Programm. Habe 3 Stunden lang aufgenommen, habe das dann gerendert und habe mich schon gewundert, warum das so schnell rendert. Und nach einer halben Stunde war es fertig, also ich stelle das einfach mal. Und dann hat der PC mir auf einmal angezeigt, ich hätte nicht genug Speicherplatz auf meinem C-Laufwerk. Was an sich gar nicht sein kann, weil das Rendering ja bis jetzt noch nicht speichert. Das ist ja nur die Erstellung des Videoprogramms. Und dann hat man dieses Programm halt, dieses Video hat man dann und muss es dann erst speichern. Danach habe ich halt ein bisschen was runtergelöscht, weil ich brauchte 300 MB, keine Ahnung, was der mit 300 MB wollte. Habe ich gemacht. Hat er weiter gespeichert und dann war er fertig. Hatte ich Videodatei gehabt. Dann habe ich es auf meinem separaten Laufwerk gespeichert. Was 2 Gigabyte, was 2000 Gigabyte hat. Wo das ja eigentlich drauf passen müsste. Theoretisch gesehen müsste das dann ungefähr 300 Gigabyte gehabt haben oder so. Ja, und dann bin ich pennen gegangen, bla bla, heute früh aufgewacht. Hatte mein C-Laufwerk auf einmal wieder 150 GB. Und mein Film war kaputt. Ihr habt die ersten beiden Folgen jetzt gesehen, es tut mir sehr leid. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe auch nicht mit sowas gerechnet, deswegen habe ich davor... Mit sowas rechnet man ja auch nicht. Ich habe jetzt auch keine Save-Kopie, ich habe gerade geguckt, mein letzter Save war noch vom... Mein letzter Save war noch vom, da war auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Ein paar, bestimmt 100 Folgen ist der Save her. Also nicht ganz 50 Folgen, würde ich sagen. Auch nicht 30 Folgen, aber ist egal, es ist zu viel. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, diese 2,5 Stunden werde ich euch jetzt erstmal nacherzählen, eine Folge lang. Und werde euch beschreiben, was passiert ist, oder je nachdem, ich weiß nicht, ob das genau eine Folge jetzt wird, aber... werde ich jetzt erstmal euch beschreiben, was in den 2,5 Stunden, die ihr nicht gesehen habt, jetzt passiert ist. Damit ihr eine grobe Vorstellung habt, weil ich habe erst überlegt, ob ich eventuell den Save laden kann. Dann habe ich überlegt, ob ich das irgendwie rückgängig machen kann. Habe mich auch gerade im Internet erkundigt, ob das eventuell bei Minecraft geht. Mir war es eigentlich von vornherein klar, dass es nicht geht, aber ich habe es halt versucht. Ging nicht. Das bleibt mir gerade als einzigste Möglichkeit. Einfach weiterzumachen, weil ich brauche ja die Folgen. Ich habe die Aufnahme gestern eigentlich gemacht, weil ich eine ganze Menge Folgen brauche. Und darum muss ich jetzt gleich weiter aufnehmen. Ich habe jetzt auch nicht die Zeit, irgendwie großartig was zu machen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich vielleicht mit einem Copy-Taste-Programm unser Haus einfach einfüge. Wird aber auch nicht, glaube ich. Also hier mit Worded und so. Na okay, also... Ich schalte mal die Monster auf friedlich. Ach, sind schon okay. Wir sind in der letzten Folge. Aber wisst ihr was? Ich mach mal ganz kurz. Kann ich überhaupt? Warte mal. Nee, kann ich nicht. Ich muss in LAN. Moment. Das machen wir jetzt mal ganz kurz. Kreativ. Brauche ich ja. Ja, okay. So. Ach, ich bin so ein Vogel. Kreativ. LAN-Welt starten. So. Moment, warte mal ganz kurz. Einzelspieler. Let's Play Welt. In LAN öffnen. Machen wir halt Cheats erlauben. So, fertig, kommen. Ach Quatsch. Wie ging das? Game Mode 1, war das so? Ah, okay. Dann fliege ich jetzt im Moment. Ich mache mal hier ganz kurz ein C. Na, komm. Okay. Irgendwas einfach. Und wir fliegen hier mal ganz kurz raus.
Wenn ich denn den Ausgang finden sollte. Ich möchte jetzt auch ungern eigentlich, nicht hier durch. Ach komm, wisst ihr was, ist mir auch egal. Was kann ich denn... Inventar. Pack mal das Schwert mal ins Inventar rein und dann gehen wir mal... Und nehmen uns mal so einen Stein hier. Mach jetzt vielleicht ein bisschen was kaputt, was nicht richtig ist, aber... Ich will es mal ganz kurz heraus. Auf das bisschen Kohle, die wir da kaputt machen, können wir auch getrost verzichten. Ah, komm hier, das ist kaputt. Ihr seht mal ganz kurz nicht, tut mir leid. Ah, sehen wir, da haben wir den Nachthimmel. So, das kann ich wieder wegschmeißen. So. Und wir fliegen mal ganz kurz zurück nach Hause. Und ich erkläre euch, das ist alles, was gerade passiert ist. Das ist eine kleine Special-Folge, könnte man sagen. Aufgrund, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es wirklich... Ich habe mich noch nie so sehr über eine Aufnahme, die nicht geklappt hat, geärgert. Dasselbe Problem habe ich hier gerade mit einer Zocken am Sonntagstunde. Da ist mir, wurde mir das gesamte Video gesperrt, weil ich anscheinend ein... Egal, das... Das werde ich ändern. Das geht ja noch zu Ende. Auf jeden Fall... Fliegen wir ab nach Hause, ja, gell? Auf jeden Fall habe ich mich noch nie so geärgert, weil ich habe wirklich noch nie 3 Stunden lang gezockt und so viele verrückte Sachen erlebt wie in dieser Aufnahme. Ihr seht schon, da im Haus hat sich einiges getan. Unser Haus ist fertig. Ich werde da... Oh, schön, das mal aus der Luft zu sehen. Achso, da habe ich gar nicht weitergebaut. Hatte ich eventuell... Warte mal, kann ich mal ganz kurz gucken. Habe ich gerade... Das hätte ich mal ganz kurz. Nee, das mach später. Und zwar haben wir, in der Aufnahme haben wir angefangen, wir sind runtergegangen hier. Huch! Wir sind hier runtergegangen und wollten Stein abklöppeln, was wir dann auch hier zum Beispiel gemacht haben. Hier sieht man das mal. Da habe ich eine kleine Kuhle gegraben und habe der Stein abgeklöppelt. Dabei ist mir dann das hier aufgefallen hier. Wo ich dann einfach mal langgelaufen bin da unten, seht ihr schon. Und ich wollte Steine holen und dann habe ich gesehen, oh ja, hier ist eigentlich ganz schön was los. Dann kann ich mal ganz kurz die Quatschkente, gehen wir mal auf M. Mach mal die ganzen Spawns an. Und dann bin ich halt hier lang gehuscht, jetzt wo genau weiß ich jetzt nicht mehr. Und irgendwann habe ich dann so Witze gerissen, ja, Diamanten finden hier, das ist ja total einfach, total schwer, das wäre total aus Schwachsinn, wenn Diamanten so leicht zu finden wären. Habe ich gesagt. Und dann bin ich auch mal hier lang gelaufen und dann lagen hier irgendwo... Nee, hier nicht. Die Musik passt aber gerade schön zu so einer schönen Geschichte. Bin ich hier lang gelaufen. Ich bin... Nee, warte mal, bin ich nicht lang gelaufen. Bin ich zurück? Genau, hier bin ich lang gelaufen. Nein, bin ich auch nicht. Wo bin ich lang gelaufen? Ah. Oh, hier ist Gold. Ich würde es nicht zu viel suchen, ne? Nicht, dass ich noch irgendwas finde, was ich dann... Nicht, dass ich hier noch einen Diamanten finde jetzt. Die ich ja selbst mehr suchen will. Oh. Ach, hier, ist das hier? Ist das hier? Ja, das ist hier, genau. Genau, hier kam ich lang. Und da lagen hier auf einmal Diamanten. Ne, hier, warte. Hier lagen Diamanten. Genau, hier. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, gut. Sind bestimmt leicht zu finden. Im nächsten Moment drehte ich mich um, schaute dahinter. Und sah das da. Die habe ich allerdings noch nicht abgebaut, weil ich ja erst mir Level 30 verzaubern wollte bei der Spitzhacke. Ja, das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, Diamanten sind wirklich schwer zu finden. Da braucht man wirklich einiges an Skills, um die zu finden. Und so fing das hier an. Moment, wo komme ich jetzt? Jetzt sehe ich nicht mehr, wo ich rauskomme. Boah, ist doch schlimm hier. Höhen in Minecraft, ne? Und ein Neverguest. Perfekte Kombination. Ja. Ah, siehst du, hier bin ich runter... Ah, hier bin ich runtergestiegen. Ah, jetzt weiß ich, warum ich nichts gefunden habe gerade. Genau, hier bin ich lang. Genau. Und es hat wirklich, muss ich sagen, die ganze Folge durchweg, wurde ich sowas von Creeper und schikaniert. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Creeper wie in dieser Aufnahme gesehen. Ja, auf jeden Fall haben wir das dann halt gemacht. Bla, bla, bla. Haben das Haus zu Ende gestellt. Haben epische Häuserkämpfe gemacht, da stand ich hier und auf einmal sehe ich nur, wie die Creeper wirklich, ich habe hier die Tür offen gelassen gehabt, vom Feld hier durchlaufen, da langlaufen, da drüben stand ja noch dieses Holz, dieses Erdgeflecht,
Da sind die wirklich hier hochgekrabbelt, über alle Dächer komplett rumgekrabbelt und standen daneben mir. Drei Creeper sind hier hochgekommen und mit allen habe ich mich ich weiß gar nicht. Das waren zwei Creeper und ein Zombie, glaube ich. Ob man das vielleicht sogar noch sieht. Das ist die erste halbe Stunde, habe ich ja noch aufgenommen. Einiges werdet ihr wahrscheinlich noch sehen dann. Na, auf jeden Fall, ich erkläre es mal alles. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel man sieht in der Aufnahme. Eine halbe Stunde hat es aufgenommen, danach war Pumpe. Dann habe ich halt das hier noch gebaut, damit wir hier eine Steinfabrik haben. Blub. Steinfabrik. Und ein bisschen Zuckerrohr. Zwei Bücherregale haben wir noch gemacht. Dann ist uns hier auch zwei Creeper explodiert. Dadurch sind alle unsere Tiere gestorben. Sehr schade, sehr schade. Und dann sind wir eigentlich an sich, haben wir dann hier nicht mehr viel gemacht. Ich habe halt noch einen Turm reingebaut, weil die Ecke hier so ein bisschen komisch aussah. Da habe ich mir gedacht, gut, nutze ich den Turm nicht als Aussichtsturm, sondern als Plattform. Da kommt ja noch eine Tür rein, da drüben seht ihr noch. Da kann man jetzt von da reinsteigen. Und dann sind wir los. Noch ein zweites Feld habe ich auch noch gebaut. Dann sind wir los. Ich hatte ja den Dungeon noch an. Und im Dungeon, das werde ich wahrscheinlich nicht alles auf die Reihe kriegen jetzt. Ich mache mal kurz das Mikrofon ein Stück weg von mir, sonst tue ich ihn noch übersteuern ohne Ende. Im Dungeon habe ich, muss ich echt sagen, wir sind zweimal gestorben. Einmal durch... Ich vergesse den Namen der Viecher schon nicht. Die weißen Würmer, die grauen Würmer, die manchmal aus den Steinen rauskommen. Einmal sind wir durch die gestorben, weil ich an der Klippe stand, einen Stein abgeschlagen habe. Ich bin 1000 Meter gelaufen, habe wirklich einen einzigen Stein abgeschlagen. Und da kamen ungefähr 10 von diesen komischen Maden raus. Sind wir halt hier rein, bla bla bla, haben überall erforscht. Das ist wieder so ein Name im Mund, tut mir leid. Überall erforscht, sind dann hier halt... Stimmt, dann bin ich hoch, weil ich keinen Platz mehr im Inventar mehr hatte. Bin hier lang, Moment, ich bin hier lang, hier lang, hier lang. Und wollte Kühe suchen, weil ich mir Lederrucksäcke gemacht habe. Da habe ich auch gleich ausprobiert, ob verschiedenfarbige Rucksäcke eventuell verschiedene Inventare haben. Haben sie nicht, die haben dasselbe Inventar, da war ich dann auch ein bisschen verblext. Dann bin ich hier lang, Momento, wir sind hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Sind wir so weit gelaufen? Ach ja, genau, da hinten. Da sieht man noch den Deathpunkt, den habe ich noch angelassen. Wir sind zweimal genau hier gestorben an der Stelle. So, das war nämlich hier. Da hatte ich mich im Wasserfall gegraben, bin hier runter. Wo war denn das? Nee, das war nicht hier, das war da oben. Genau, da stand hier eine Kuh, ich wollte die Kuh unbedingt haben. Und da stand wirklich hier ein... Schokolade. Dann stand wirklich... So war das jetzt, gell? Nee, so war das. Hier stand ein Stein, hier stand eine Kuh und hier stand ich. Ich mach das Ding kaputt. 10 Maden kommen da raus, hauen mich hier runter, flacken mich da runter, springen mir hinterher und bringen mich um. Also wirklich Kamikaze. Wo ich dann auch gedacht habe, Dankeschön. Ja, dann sind wir hier rein und wirklich, ich habe hier drinnen in diesen Minen, haben hier schon einiges erforscht, noch nie in meinem Leben größeres Creeper-Chaos gesehen als... Das war katastrophal. Also, ich habe so viele Creeper hier drin umgebracht. Und die beinahe mich. Also, wir können mal ganz kurz gucken hier. Ja, ich habe jetzt nur 7 Schwarzpulver, aber... Also, ich habe hier wirklich so viele Creeper bekämpft. Gut, die meisten sind auch in die Luft geflogen. Die kamen von hinten, von vorne, von oben, von unten, aus der Mauer, in die Mauer, durch mich. Ich wusste gar nicht mehr, wie mir geschieht. Ich war total perplex. Ich konnte nichts mehr machen, also... Ich habe so gefeiert, solche Kommentare rausgelassen, also das war schon echt krass und es tut mir wirklich fürchterlich leid, dass ihr es nicht gesehen habt. Also ich muss sagen, ich habe am Ende der Aufnahme noch gefeiert. Tja, sind wir wieder hier. Ist doch eine Viertelstunde vergangen jetzt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt das Spiel. Wieder mal Game Mode 0. So, jetzt müsste ich theoretisch eigentlich wieder, genau, nehme ich das Schwert wieder, schalten die Zombies an und dann geht's auf jeden Fall weiter, meine Freunde, und ich muss die Aufnahme jetzt irgendwie nachholen. Ich habe noch nie 3 Stunden aufgenommen, natürlich verkacke ich's. So, meine Damen und Herren, dann geht's jetzt los. Wir sind jetzt hier, 3 Folgen haben wir jetzt und dann werde ich heute noch ganz viele Aufnahmen hintereinander machen. Nicht, ich werde jetzt, naja, egal. 3, 2, 1 und los geht's.
Los geht's!